ein bisschen schlecht reingekommen, deswegen habe ich mir nichts dabei gedacht. Aber das ist ein Messer. Ein schönes Messer. Ich weiß noch nicht genau, was für eins. Man kann die Klinge hier sehen. Und den Holzgriff. Römisch. Achso, Kunst. Gut. Sehr cool. An der Klinge erkennt man, dass es auf jeden Fall ein paar Jahrzehnte im Boden gelegen hat. Sonic. Auf jeden Fall Horn hier. Meinst du, dass das Horn ist, ja? Wie heißt das Horn, ist das, ne? Na, guck doch mal Horn. Hier die Rillen. Ja, so. Jetzt sehe ich es. Es ist definitiv Horn. Ja, weißt du, was das dann gleich bedeutet? Das dass es noch viel älter sein könnte. 19. Ja. Aber so weit wird der heute immer noch gebaut. Aber man sieht schon, dass es etwas älter ist. Derart wird es heute auch noch gebaut, aber das ist dann, zeigt man die Stelle, wo man das sehr gut gesehen hat. Hier, an der Stelle erkennt man sehr gut, dass es Horn ist. Und man sieht auch, dass es ja doch relativ stark verwittert ist. Und das macht es natürlich dann nur, wenn es auch sehr lange in der Erde liegt. Ja? Also nun wird es dann doch recht interessant, ob man rausbekommt, wie alt das Messer ist. Cool, das ist ein geiler Fund. So. Eine Musketenkugel. Das ist ein sehr schöner Wald hier. Gerade das Messer, jetzt eine Musketenkugel. Also hier sind echt gute Funde und auch sehr signalleer. Mal sehen, wie es weitergeht hier. Eine Weile nichts gefunden und hier jetzt mal ein Knopf, ein schöner Knopf, ein Russenknopf, finde ich schön. Na gut, der Tag ist noch lang, also die Nacht. Lass mich erschlagen. Nein, machen wir nicht mehr. Los, ich filme. Okay. Also hart und aggressives, ja, also ist wirklich so ein hartes, aggressives Ding, ne? Gucken wir mal. So, ne, wollen wir denn mal gucken, ne? Das ist eine Münze. Ja, ich weiß auch schon, was das ist. Das ist eine alte Reichsmünze von dem schlechten Nazi-Geld, wie ich das immer so schön sah, und zwar 10. Aber im Übrigen in einem guten Zustand, ja? Von 1941. Gut. Ich freue mich verhalten. Wir sind jetzt seit 14 Stunden sondeln und haben jetzt schon ein bisschen was gefunden und jetzt habe ich gerade hier irgendwas anderes noch gefunden. Was ist denn das? Das sind Reichsmark. Ehrlich? Ehrlich jetzt? Geil. Aber da ist jetzt kein Hakenkreuz drauf oder so, nee, ne? Die ist davor. Ja, ja, ich weiß, Weimarer Republik, ist schon klar. Naja. Wir sind jetzt ungefähr das Messer gefunden, Musketenkugeln. Um 11 Uhr sind wir am Sonnen gewesen heute Vormittag. Jetzt ist es um 1 in der Nacht. Und endlich wieder mal eine Münze, ey. Aber wir machen noch ein Weilchen. Bis um 5 oder so. Mal sehen. Hier kommt ja ein Fund nach dem anderen hier in dem neuen Wald, wo wir jetzt gerade sind. Ein bisschen woanders jetzt hingefahren, noch schnell. Und hier scheint es mega interessant zu sein.
ein riesen Leitwert. Alter, was ist das? Der Leitwert von dieser Riesenmünze. Henrik, jetzt ist kein Scheiß. Wir gehen hier nicht weg, bevor das Ding hier in der Rosen ist. Meine Lampe packt mir gleich ab. Oder haut hier nicht ab. Über Riesenmünze. Ist das eine Riesenmünze? Ja, es sind 5 Reichsmark. Nein! Aber von früher noch. Und jetzt hör doch mal auf, Alter. Das kann aber nicht wahr sein. Ohne Hakenkreuz, aus purem Silber. Das ist einfach geil, das ist die Käse. Das ist irgendwie so eine Art Statue oder so. So, das ist diese riesige Münze. Da steht drauf 5 Reichsmark. 5 Reichsmark, Deutsches Reich. Und hinten steht drauf Einigkeit, Recht und Freiheit. Also die werde ich aber zu Hause ganz vorsichtig reinigen. Aber ich dachte, ich nutze den Moment und zeige noch den anderen Fund. Wir helfen bei Hunger und Kälte. WHW-Abzeichen, also Winterhilfswerk. Und noch ein Haufen 10-Pfennig-Stücke. Bin wirklich gespannt, was für eine Münze das ist. Die werde ich erstmal vorsichtig zu Hause einlegen in warmem Wasser. Und mal gucken, was da rauskommt für ein Datum. Wart mit Sondeln für mich. Ich habe gerade noch richtig gut was gefunden. Mehrere Sachen. Aber ich muss erstmal schlafen.